Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Seven Days to Die. ja, schön. Danke für deinen Trotz. Ja, wir sind ja das letzte Mal hier angehalten oder haben angehalten hier bei dem Shotgun Messiah. Und da möchte ich mich natürlich auch ein bisschen umgucken. Mal sehen, was wir hier alles finden werden. Ich hoffe reichlich, ich hoffe viel. Stürmen wir halt mal rein. Schauen wir uns erst einmal ein wenig um. Könnte sein, dass wir hier sogar einen Tresor haben. Oh, Hund. Zumindest Hund gehört, ne? Ich sollte eigentlich mal ein paar Sachen. Oh. AK-47. Ich sollte eigentlich mal ein paar Sachen rausbringen. Das sollte ich tatsächlich mal machen. Ja, auf dich warte ich. Warte mal. Ich muss auf jeden Fall was zerlegen, da komme ich nicht drum rum. Was ging jetzt da kaputt? So. Wir können uns eigentlich. Jetzt muss ich nochmal schauen. Wo baue ich mich raus? Hier? Oh, nee. Das hat 1200. Ich schaue nur immer wieder mal, dass von hinten irgendwas kommt und ich höre es nicht. Alter. Warum kommen eigentlich die Zomboiden durch ein halbes Ding durch, aber ich nicht? Was bekomme ich da eigentlich? Glas? Ja, ein bisschen, ne? Wenn ich es nicht fallen lasse sogar. Ne, es geht noch. Okay, ich zerlege mal noch weiter, weil die brauche ich auch nicht. Mechanische Teile. Glas. Wenn ich jetzt schon Glas habe, dann kann ich die Dinger auch zerlegen. Kurzes Eisenrohr zerlegen. Sorry dafür, aber muss einfach mal sein. Messing. Was haben wir da? Yucca-Frucht. Okay. Nice. Warum kann ich mir nicht sogar. Na, ich bräuchte 10 dafür. Weil ich mir gerade dachte, vielleicht mal ein Ding hinmachen. Warte, Schlange ist voll. Ja, dann zerleg mal ein wenig schneller. Das ist ja übel. Habe ich irgendwas Yucca-mäßiges zum Einreiben oder so? Nee, ne? Nee, habe ich nicht. Schade. Ist egal. Ich möchte eigentlich nur ins Motorrad. Ich hoffe, dass ich hier so durchkomme. Wäre wahrscheinlich schneller gewesen, wenn ich außen rumgelaufen wäre. Und noch ein Schlag. Passt doch. So. Einmal kurz hier aufbewahren. Wir tun einfach mal alles rüber. Ganz egal.
Dafür habe ich es ja dabei, ne? Halt. Dich will ich drin lassen. Die schaue ich mir dann nämlich nochmal an. So. Bevor ich jetzt die Regale durchsuche, ehrlich war. Ich muss da selber drüber lachen, weil das ist einfach zu lachhaft, wie häufig ich da vorbeischieß. Wir haben auf jeden Fall einen Tresor. Das war wahrscheinlich außen, ne? Na, warte mal, ihr könnt euch da durchwühlen, während ich hier in der Toilette wühle. Jawohl, nice. Danke auch nochmal für die Erinnerung wegen dem Medikament. Ich nehme ja immer die... Also drei Teile nehme ich ja immer am Stück auf. Und jetzt habe ich dann im Grunde den Part von gestern aufgenommen und dann habe ich den Kommentar bekommen von wegen, dass ich auch das nicht vergesse mit dem mit der Medizin. Finde ich cool. Aber ich habe es genommen, also keine Sorge. So, aber ich habe auch Hunger, sehe ich gerade. Und das nicht so knapp. Von daher haue ich mir gleich mal zweimal das ganze Zeug rein. Und dann würde ich sagen, tue ich auch noch die zwei Wässerle trinken. Weil dann habe ich nämlich gleich wieder hier das da zum Zerlegen. Zack. Das da haben wir zerlegt. Die können wir wieder zerlegen. Oh ne, warte mal. Ah doch, nee, ich brauche nichts reparieren. Also zerlegen. Weg damit. Ja, wir haben ja schon mal festgestellt, ne, jeder geht anders vor. Da oben ist keiner. Okay. Ich höre auf jeden Fall jemanden. Der ist natürlich verschlossen, ist klar. Ein Bild. Papier. Ah, nicht Waffenschrank. Ich wollte die Lampe eigentlich abbauen. Hä? Naja, gut. Dann eben nicht. Irgendwie kommt es mir gerade recht leise vor. Ich weiß nicht, das ist schon wieder... Muss mal gucken. Das letzte Mal hatte ich meinen... na, sag schon. Mein Headphone hatte ich aus Versehen leise gestellt und habe mich gewundert, warum das so leise ist. Und die Boxen waren eigentlich ganz hoch eingestellt. Naja, gut. Hey, schaffe ich es aufs erste Mal? Nein, natürlich nicht. Aber es fängt dann immer bei 4, 8 an, ne? Yes. Und? Patronen, Stahlvorschlaghammerteile, Maschinengewehrteile. Oh, ich denke, das ist doch okay.
In den Regalen sitzt keiner. So. Schauen wir uns da mal um. Holz ist immer gut. Alles, was ich an Holz finde, brauche ich schon mal nicht fällen. Oh, der Sprit. Sprit ist ja immer gut, ne? Oh, was ist das? Papier? Warte mal, das kann ich doch mit der Axt, oder? Da haben wir Kunststoff. Ist auch okay. Muss bloß aufpassen, dass da niemand reinkommt, weil ich glaube, ich kriege einen Herzkasper. Ja. So, aber hochkommen muss ich trotzdem irgendwie. Deswegen tue ich jetzt mal die Fackeln hier rein und mache mir ein paar Rahmenformen. Ich denke mal, 10 Stück reichen auf jeden Fall. Ich kann es ja auch wieder zerlegen. Und zwar wollte ich an irgendeine von den Kisten. Warte mal, den Müll da oben. Knochen. Das, was halt gemein ist, dass vielleicht irgendwo hinter etwas. Ist egal. Nee, da komme ich nicht hoch. Brauche ich auch nicht. Aber hier oben war noch eine Kiste. Jawohl, nice. Ja, also die Kiste brauche ich auf jeden Fall. Von daher. Schauen wir mal, wie ich da hochkomme. Hm. Ach, das reicht doch. Versiegelt. Jawohl. Machetenteile und Pfeilspitzen aus Eisen. Ansonsten ist hier oben nichts, ne? Ne. Gut. Na, es hätte sein können, dass dahinter was ist. So, genauso hier noch. Nein, ist nichts. Okay. Naja, lieber mal nachschauen, ne? Den habe ich vergessen. Verrottetes Fleisch. Ich hoffe, ich habe jetzt an alles gedacht. So. Schauen wir mal die Regale durch. Da ist ja nichts. Mann. Erschreck mich doch nicht so. Hab ich jetzt einen Schrecken gekriegt? Alles schon ausgeräubert, ne? So, dann schauen wir zumindest die mal hin. Kühlboxen. Mega Crush. Okay. Da hätten wir noch was, ein Waffenständer. Und? Schockstabteile.
Funktion, was ist das da? Pfeilauflage-Mod. Handschuhe. Okay. Wir zerlegen die Gläser. Wir zerlegen die Dosen. Das Eisen. Die Pfeilspitzen aus Eisen, weil das ist wirklich Zeug, das nutze ich ja nicht. So, der Eisenbrustpanzer, der ist sogar... ja, nicht wirklich schlechter oder besser, ich weiß jetzt nicht. Also ich würde den tatsächlich zerlegen dann. Machetenteile. Wasser bin ich ja voll. Dann kann ich dich noch zerlegen. Die Federn kann ich auch jederzeit wieder herstellen. Das ist egal. Ich weiß schon, dass manche die Hände über den Kopf schlagen. Aber ich bin da einfach so, ich zerlege das Zeug, wenn ich es nicht unbedingt brauche. Und das meiste davon kann ich mir echt wieder herstellen. Ne? Papier, Papier, das Hammer. Okay. 237 Chetons. Nicht schlecht. Na, dann haben wir's. Dann haben wir's ja schon. Cool. Ich schau mal, was ich alles hier noch reinbekomme. Oh, warte mal, ich habe doch das Aloe Vera jetzt da, ne? Ich weiß nicht, ob das was bringt fürs verstauchte Bein. Aber es wird schon passen. Ich tue einfach mal alles rüber, was rüber geht. Also was stackt, ist ja ganz klar, ne? Okay, und den Rest lasse ich einfach drin. Gut, 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 gut. So, wir sind hier. Ich würde sagen, wir fahren sogar noch ein kleines Stück weiter. Der Straße lang. Der Shotgun Messiah. So. Es muss auf jeden Fall nochmal eine nette, relativ große Stadt geben. Komm schon wieder solche Vögel. Shakes. Das ist anscheinend Eisen oder irgendein anderes Material oder... Ölschiefer oder wie es heißt. Ein schwebendes Haus? Ja, dummes Vogelfiech. Ach da, das war bloß nicht richtig dargestellt. Ja, ja. Da unten war wahrscheinlich eine Mine. Vermute ich jetzt mal. Geh weg. Ich habe nichts zum Futtern und ich bin nichts zum Futtern. Es sind auf jeden Fall viele Haltestellen, sage ich jetzt mal. Ach komm. Die sind echt nervig, oder? Da vorne ist die kaputte Brücke. Zwei kaputte Brücken, wie auch immer. Ich finde es immer nice, wenn man so ein bisschen rumfahren kann. Sich mal die Gegend anschaut. Was haben wir denn da? Ist das nicht auch ein Shotgun-Messier?
Nee, das ist ein Motel. Okay. Das ist dann eben kaputte Brücke. Dummes Vieh, ne? Die sind echt, also das ist das nervigste Viech, was es gibt. So, was haben wir da stehen eigentlich? Albuquerque, Santa Fe, Alamogordo und Roswell. Don't go. Was? Nein! Nicht mein Motorrad. Hier, den Vogel. Das Hotel ist auf jeden Fall auch interessant. So viel kann ich sagen. So, ich fahre jetzt gerade nach unten, wobei ich gar nicht nach unten fahren möchte, sondern eher nach oben wieder. Wir fahren jetzt mal die Straße zurück und dann bin ich mal gespannt, was da oben ist. Mal über die Brücken, wie man sieht, ne, kommt mir eh nicht. Ja, und der Sprit, der hält ewig. Ich glaube, ich habe sogar diese Mod drin, wenn ich mich nicht täusche. Also für einen Spritsparen. Ich glaube, ansonsten wäre das nämlich wesentlich schneller leer. Die Wüste hat sich aber auch echt gemausert, muss ich sagen. Also da hat sich echt viel verändert. Das ist Wahnsinn. Ist auf jeden Fall auch ein nicer Platz, um den mal zu erforschen. Also mir macht es voll Spaß mit dem Motorrad. So, und jetzt müsste es dann, genau, so ein bisschen nach rechts rumgehen. Hier müsste Mine oder irgendwas sein. Schon wieder so ein Viech. Okay. Sind wir quasi hier auf dieser Hauptstraße. Finde ich cool. Ich glaube, hier in der Ecke war ich auch mit Sandman schon mal unterwegs. Na. Wie die Autos manchmal hier glitschen oder die Häuser, ne? Ist auch irgendwie. Ah, Fabrik. Das könnte das große Messier-Gebäude sein. Das wäre auf jeden Fall auch nochmal hier ein Punkt, wo ich halten möchte. Poppenpilz, das ist Medikamente, ne? Komm her, du blödes Vieh. Alter. Nicht aufs Motorrad. So,
habe ich schon wieder 0,3 Seuche, ne? So. Bist jetzt fertig? So, schauen wir mal. Ich sortiere das alles jetzt mal. Ist ganz egal wie. Hauptsache ich habe ein bisschen Überblick. Jo. Honig oder so habe ich eh nicht. Was ist das eigentlich? Ja, Ausdauerwiederherstellung, Laufgeschwindigkeit und dauert 2 Minuten, okay. Vernichte deine Feinde und deinen Durst mit Mega Crush, voll mit Elektrolyten. Okay. Also Motorrad stehen lassen. Und das da ist, glaube ich, das große Messier-Firmengebäude. Glaube ich zumindest. Halt, bist du durchgeladen? Auch wenn es Spaß macht, in solche Gebäude einfach mal so reinzustürmen. Ach, du Kotzer. Verseuchte mal alles. Haben wir es jetzt? Ich glaube es zwar nicht, aber ist okay. So, Scannerkasse. Hier sind dann keine Schränke oder sowas, ne? Aloe Vera. Das Unwichtigste eigentlich, ne? Wieder mal ein Hund. Ich weiß halt nicht, ob dann jetzt gleich der Hund von der anderen Seite kommt, ne? Wir machen halt jetzt da einfach mal auf. Ups. Entschuldigung, Sekunde. Ich habe jetzt halt irgendwie nicht schnell genug das Ding geändert hier. Jetzt ernsthaft? Fällt mir tatsächlich Eisen auf den Kopf. Ups. Ja, heute bin ich langsam. Kannst du jetzt mal bitte... Oh Mann. Vogel auch noch. Meine Güte. So, lass mich mal den Hund zerlegen. Was haben wir da eigentlich noch? Warte mal, kann ich das? Das ist eine Tür. Das ist eine Tür. Wohin führt die? Ich würde da gerne rein wollen. Das hat 5000. So. Schauen wir mal. Weil wenn ich hier schon halt, ne? Was haben wir hier noch? Dosenessen. Trübes Wasser. Schaufel. Irgendwas versteckt? Nee.
Ist echt nur die eine Kiste gewesen. Okay, ups. Da ist auch verschlossen. Alles klar, dann schauen wir mal, was da drin ist. Der ist draußen irgendwo, dieser Vogel. Aber wo es dahin geht, würde mich auch immer interessieren. So, da habe ich auch noch eine Kiste. Ja, da hinten müssen wir auf jeden Fall rein. Ich hätte jetzt gedacht, da oben ist jemand. Ja, da oben ist auch jemand. Na, verdammt. Kommen denn hier alle her jetzt auf einmal? Ganze Zeit keiner da. Ich hasse die. Ich hasse die. Na super, genau da haben sie das hingemacht, ne? Okay, lass uns auch mal hier ein bisschen gucken, ob in den Regalen was ist. Verbände. Ich meine, wir sind doch hier bei Poppenpilz. Da müssen wir doch irgendwas Vernünftiges finden, oder? Aloe Vera. Ey, das ist... Also Antibiotika-mäßig schaut's echt schlecht aus, ne? Muss ich sagen. Ja, da draußen scheint eine Meute unterwegs zu sein. Ey, ganz viel von diesem Aloe Vera-Mist, ne? Spitzen zerlege ich jetzt nicht. Moment. Schauen wir mal, was habe ich denn handschuhtechnisch? Das sind die besser, ne? Tragen? Ja, auf jeden Fall, ne? Also können wir die hier im Grunde... Was? Eisenbrustpanzer? Nee, nee. Den will ich ja tragen, oder nicht? Den will ich tragen.
Darum ging es. Alteisenhandschuhe, genau, die kann man nämlich zerlegen. Die Knochen weiß ich jetzt nicht. Wasser kann ich trinken. So. Die zerlegt man nicht. Halt. Mist. Das gibt's doch nicht. Leeres Regal. Viele habe ich schon durchgeschaut jetzt, ne? Ich bin sehr chaotisch vorgegangen, muss ich sagen. Honig. Gleich mal benutzen eins. Ach so, kann ich nicht nehmen. Oh, muss ich was essen? Ja, ich muss eh was essen. Also, zack, benutzen. Dann können wir den Honig nämlich mitnehmen. Okay. Dann würde ich gerne... Schauen wir mal. Oh, nice. Warte mal. Ich hatte doch da eh gerade eins, ne? Wutmodus. Nachdem du getroffen wurdest, sind Raufangriffe um 20% schneller und da... Ja, ja. Das ist okay. So, und das ist... Wo bist du? Robotik-Geschützturm-Patronen. Jawohl. Aber bauen kann ich ihn noch nicht. Okay, lass uns mal weiter gucken. Hier dürfte eigentlich jetzt auch keiner mehr sein, hoffe ich. Ach, da geht's auch runter. Alter. Das Ding ist echt riesig. Das ist natürlich cool. Warte mal, Federn raus. Mein Honig ist zumindest schon mal etwas, ne? Aber Aloe Vera, ganz ehrlich, braucht man eigentlich schon gar nicht mehr. Na gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich runter soll, weil das Blöde ist... Weil das Blöde halt ist, dass ich voll bin. Also ich würde sagen, wir gehen. Ist eigentlich nur sinnig, weil ich habe keinen Platz mehr. Wir gehen. Wir müssen dann irgendwann anders wieder her. So, wir fahren jetzt eigentlich nur die Straße lang und fahren direkt nach Haus. Es war auf jeden Fall mal für mich ein schöner, netter Ausflug. Wollte ich schon lange mal machen. Ja, lass mich hier durch. Das ist nämlich ideal. Da kommen wir direkt nach Hause, das ist cool.
Und da kann ich ja dann wieder schön mein ganzes Zeug sortieren, schmelzen und so weiter. Also die Karte ist natürlich noch bei weitem nicht aufgedeckt, ne? Ihr wisst es ja selber. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt schon ein paar Stellen gefunden, meines Erachtens, die wirklich sehr interessant sind, um die mal näher zu untersuchen. Also allein jetzt da in dem Shop, wo wir gerade waren, wäre es nicht schlecht, wirklich mal ein bisschen länger sich aufzuhalten, eben auch unten mal zu gucken, was da gibt. Aber es ist ein Quatsch, wenn ich jetzt da reingehe und ich bin eh schon voll. Das wäre ein Quatsch. So, ich glaube, wir sind dann gleich beim Shop, ja. Da habe ich aber eh nichts mehr in der Kiste drin. Von daher fahren wir einfach weiter. Jo, aber ansonsten, ich kann jetzt halt eigentlich auch Schluss machen, weil das ist ein Quatsch. Ich sortiere jetzt dann sowieso nur die Sachen zusammen. Mal gucken, wir werden das nächste Mal wieder einen Auftrag annehmen von einem der Händler. Ich denke allerdings bei dem, wo wir beim letzten Mal auch waren, dass wir bei dem auch ein wenig aufsteigen. Das werden wir so machen. Genau, Leute. Von daher, wenn es euch gefallen hat heute, dann lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne Kommentare da. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.